Wir feiern Palmsonntag. Normalerweise haben wir Palmen gebunden und ziehen mit diesen bunten Palmen in Prozession in die Kirche ein, mit gewaltiger Orgelmusik, mit dem Lobpreis der Gemeinschaft. Heute ist es etwas stiller. Darum umso schöner, dass an diesem Tag zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Orten in den Häusern gemeinsam dieser Tag des Palmsonntag begangen wird. In Verbundenheit miteinander feiern wir in unseren Hausgemeinschaften. Schon zur Zeit der ersten Christen war es in, solche Hausgottesdienste zu feiern. Warum nicht auch heute, in dieser besonderen Zeit? Ich lade euch, ich lade sie ganz herzlich ein, miteinander zu beten, miteinander
die Texte der Bibel zu hören, zu singen und sich von der Musik der Orgel und der Oboe bewegen zu lassen. Gott lädt alle ein, im Glauben miteinander verbunden zu sein. Jesus hat versprochen, mitten unter uns zu sein, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. Gottes Geist weht, wo er will und ist sicher heute in unseren Wohnungen präsent. Vor diesem Gott dürfen wir uns öffnen und wir stellen uns vor ihn im Zeichen des Kreuzes. Wir beginnen im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Singen wir gemeinsam Laudate omnes gentes. Zusammengekommen,
gerade in Zeiten der Verunsicherung und Angst. Du führst uns zusammen. Du sprichst zu uns im Wort der Bibel. Du segnest uns mit deiner Kraft. Darum bitten wir dich und dafür danken wir dir. Amen. Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Es war einige Tage vor dem Osterfest. Als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage und Bethanien am Ölberg, schickte Jesus zwei seiner Jünger voraus. Er sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Gleich, wenn ihr hineinkommt, werdet ihr einen jungen Esel angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet ihn los und bringt ihn her. Und wenn jemand zu euch sagt: Was tut ihr da? Dann antwortet: Der Herr braucht ihn. Er lässt ihn bald zurückbringen. Da machten sie sich auf den Weg und fanden außen an einer Tür an der Straße einen jungen Esel angebunden. Und sie banden ihn los. Einige, die dabei standen, sagten zu ihnen: Wie kommt ihr dazu, den Esel loszubinden? Sie gaben ihnen zur Antwort, was Jesus gesagt hatte, und man ließ sie gewähren. Sie brachten den jungen Esel zu Jesus, legten ihre Kleider auf das Tier und er setzte sich darauf. Und viele breiteten ihre Kleider auf der Straße aus. Andere rissen auf den Feldern Zweige von den Büschen ab und streuten sie auf den Weg. Die Leute, die vor ihm hergingen und die ihm folgten, riefen: Hosanna! Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn! Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt. Hosanna in der Höhe. Jesus ist bei vielen Menschen beliebt. Sie vertrauen ihm. Sie erkennen in ihm den göttlichen Retter, den sie schon so lange erwarten. Endlich kommt er. Da kommt einer, der sie aus der Macht der römischen Fremdherrschaft befreien wird. Daran glauben sie fest. Auf jeden Fall ist Jesus einer, der für Gerechtigkeit sorgt. Für die einfachen Menschen ist er da. Er heilt, er tröstet, er richtet auf. Er überzeugt mit seinen Worten, aber er überzeugt auch mit seinen Taten, wenn er vom Reich Gottes spricht und es tut. Bisher war er in Galiläa, an der Peripherie aktiv. Jetzt endlich, so meinen die Leute, geht er nach Jerusalem, ins Machtzentrum des Volkes. Und viele erwarten, dass er nun endgültig aufräumt mit dem Unrecht und dass er endlich die aktuellen Machthaber entmachtet. Ja, Jesus will Gottes Reich schaffen. Ein Reich, das nicht von dieser Welt ist. Allerdings, er will es anders machen als die Mächtigen dieser Welt.
Im Text heißt es, die beiden Jünger brachten den Esel zu Jesus und legten ihre Kleider über das Tier. Und Jesus setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Kleider als Teppich auf der Straße aus. Andere rissen Zweige von den Büschen und legten sie auf den Weg. Und sie riefen immer wieder, gepriesen sei Gott in der Höhe. Ein machtvoller Herrscher reitet sicher nicht auf einem Esel ein. Und ein machtvoller Herrscher zur damaligen Zeit wird nicht von den einfachen Leuten zum König ausgerufen. Diese Menschen, die einfachen Menschen, die glauben daran, er ist unser König. Sie vertrauen auf ihn. Und sie haben allen Grund zu jubeln und zu danken. Gott sei Dank ist da jemand, der Gottes Reich ankündet in unserer Welt und der Wege weist, wie wir es tun können. Gott sei Dank können auch wir trotz allem danken für die vielen kleinen Zeichen der Solidarität. Dürfen wir Gott preisen für alles, was er uns schenkt. Für Jesus Christus, der uns auch heute als Gemeinschaft zusammenführt und uns Kraft schenkt, wenn es schwierig wird. Gott sei Dank, Gott ist auch heute mitten unter uns. Thank you.
So möchte ich nun diese Zweige segnen. Sie sind Zeichen für Gottes Gegenwart in dieser Welt. Sie sind Zeichen für die Hoffnung, die auch in schwierigen Zeiten nicht stirbt. Sie sollen in unseren Häusern da sein, wenn wir sie an unser Hauskreuz stecken und uns immer wieder daran erinnern, dass durch das Schwere hindurch Gott Auferstehung schenkt und am Ende der Tage die Auferstehung ins ewige Leben. So segne Gott diese Zweige. Zeichen des Lebens für uns. Und diese Zweige werden in jeder Kirche, gesegnete Zweige, vor dem Altar stehen und jeder darf sich dort im Laufe des Tages einen Zweig holen. Wir wollen Gott loben und preisen. Gott, unser königlicher Freund, wir freuen uns, dass du jeden einzelnen von uns mit Namen kennst. Wir freuen uns, dass du jeden Tag für uns neu da bist. Wir freuen uns, dass du unsere Nähe suchst. Gott, wir danken dir, dass du uns das Leben geschenkt hast. Wir danken dir, dass du uns durch deinen Zuspruch stärkst. Wir danken dir, dass deine Güte kein Ende hat. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, dir gebührt Dank und Ehre. Amen. Es war 2 Tage vor dem Pascha und dem Fest der ungesäuerten Brote. Die Hohepriester und die Schriftgelehrten suchten nach einer Möglichkeit, Jesus mit List in ihre Gewalt zu bringen, um ihn zu töten. Judas Ischariot, einer der 12, ging zu den Hohepriestern. Er wollte Jesus an sie ausliefern. Als sie das hörten, freuten sie sich und versprachen, ihm Geld dafür zu geben. Von da an suchte er nach einer günstigen Gelegenheit, ihn auszuliefern. Es kam, wie es kommen musste, und es kommt immer wieder so, wie es kommen muss. Eine Gruppe von Menschen damals ist nicht einverstanden mit dem Vorgehen Jesu. Für die Mächtigen ist er eine zu große Provokation, die ihre eigene Macht in Frage stellt. Sie haben Angst, ihren Einfluss zu verlieren. Für andere, wie für Judas, der ein Eingreifen, wenn möglich, auch mit Gewalt erwartet, geht Jesus nicht weit genug. Und kommt der Stein der Verleumdung einmal ins Rollen und der Ruf nach Gefangennahme verbreitet sich, da knicken auch andere Menschen ein, auch solche, die vorher von Jesus überzeugt waren. Und so wird aus dem Hosianna-Ruf der Ruf, kreuzige ihn. Und je lauter dieser Ruf der Tötung, umso leiser der Ruf nach Hosianna. Und wie es weiterging, das wissen wir. Verurteilung, Kreuzweg, Tod. Auch wir heute kennen solches Verhalten.
Große, freudige Erwartungen an Menschen schlagen um in Wut und Hass, weil der Mensch nicht genau das tut, was wir erwartet haben, weil es nicht gelingt. Mut ist gefordert, sich öffentlich der Meinung entgegenzustellen, die im Mainstream vertreten wird. Treue ist angesagt, dem treu zu bleiben, was mir wichtig und heilig ist. Konsequenz ist der Weg in der Nachfolge Jesu. Sich selbst, seiner Überzeugung und dem, der mich überzeugt hat, treu zu bleiben. Das ist es, was es braucht. Er ist schwierig, der Weg, und dennoch ist es der einzige Weg zu Frieden und Gerechtigkeit. Und vielleicht ist der heutige Tag ein Tag, darüber nachzudenken. Wie kann ich mir selbst treu bleiben? Und wie kann ich in der Nachfolge Jesu bleiben, auch wenn es schwierig wird? Was kann ich in Zeiten der Krise beitragen zum Wohl aller? Bei einem Moment Musik lade ich ein, darüber nachzudenken. Und vielleicht können Sie nach der kleinen Feier darüber ins Gespräch kommen.
legen wir all unsere Gedanken, unsere Wünsche, unsere Hoffnungen, unsere Ängste hinein in das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So bitten wir Gott um seinen Segen. Es sei mit dir der Segen Gottes im Atemholen, im Träumen, im Wachen, im Schmerz, in der Freude. Es sei mit dir der Segen Gottes wie eine Hand auf der Schulter, wie ein frischer Wind, der dich belebt, wie eine Freundin, die dich begleitet. Wenn Ungewohntes von dir verlangt wird, wenn Durchhalten ansteht, wenn neue Wege nötig sind, dann soll das alles gesegnet sein. In Gott, der uns Vater und Mutter ist, in Jesus Christus und im Heiligen Geist. Amen. Vielleicht bleiben Sie noch einen Moment zusammen in Ihrer Hausgemeinschaft. Tauschen sich aus über das, was sie erlebt haben, über ihre Gedanken und Gefühle. Vielleicht essen sie im Anschluss etwas zusammen. Vielleicht geht jemand von ihnen jetzt in die Kirche und holt einen Palmzweig. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche euch einen gesegneten Tag. Sie sind eingeladen, auch am Hohen Donnerstag, am Karfreitag und zu Ostern in ihrer Hausgemeinschaft zu feiern. Ich möchte noch einen kurzen Hinweis geben auf das Fastenopfer. In diesem Jahr wollten wir ja sammeln für das Projekt in Laos. Dadurch, dass jetzt alles ausgefallen ist, ist das für dieses Projekt eine ziemlich große Herausforderung, wenn kein Geld eingeht. Darum bitte ich alle, denen es irgendwie möglich ist, trotz der schwierigen Zeiten, vielleicht mit einem Einzahlungsschein oder sonst in der Pfarrei einen Beitrag abzugeben. Ganz herzlich möchte ich danken für die wunderbare Musik am heutigen Tag an der Orgel Giuseppe Raguglia und an der Oboe d'Amore Matthias Arter. Vielen Dank für die schöne Musik und danke auch Gabriele Portmann, die mich begleitet hat. Und danke auch Oscar Ochoa, der für die Technik gesorgt hat. Wir schließen diese kleine Feier wieder mit einem Stück Musik.